Herzlich willkommen zurück bei Let's Play To The Moon. Wir sind jetzt gerade ja noch in dieser in der Schule, wo er sie um das Treffen fürs Kino gebeten hat. Was zum Teufel war das, Mann? Wieso? Ich habe mich verabredet. Gott, das war ja erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich da einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey, du, ausgehen, ich, du jetzt. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du da gerade durchgezogen hast. Großer Gott. Wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ach komm, stell dich nicht an. Das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Klar, sicher, nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Jetzt erleben wir also auch nochmal einen Teil seiner Schulzeit. Niemand? Wirklich niemand? Wenn das so ist? River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, dann müssen wir wohl... Er stach am 3. August 1942 in See und von der spanischen Stadt Palos de la Fronta aus, die 1322 gegründet wurde und an Alvar Pil, ich kann sowas nicht aussprechen, keine Ahnung viel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ich wollte nur das Datum. Seht ihr, war das jetzt so schwer? Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass Ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Ich will zu schnell lesen, dann verhaspel ich mich so viel. Psst, sie kommt zu uns rüber. Alter, Tab, Alt-Tab. Notiz, Alt-Tab erhalten. Aber irgendwie nicht mehr. Achso. Kein Memory-Link. Abgeschlossen. Cafeteria nur in der Mittagspause, Mittagsstunde geöffnet. Okay. Das wär's. Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal besser etwas besser sein. Eine Aula? Die können wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Uff. Na schön. Du hast gewonnen. Hurra! Uns fehlt immer noch ein Plüschnabeltier. Naja, vielleicht, wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Nein, absolut nicht. Nichts zu machen. Achso, ich dachte, das können wir vielleicht noch. Aber, nö, können wir doch nichts mehr mitmachen. Man
Uns fehlt immer noch ein Memory Link. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Aha. Ich weiß gerade nicht, wo ich was übersehen habe. Kann ich sie hier nicht... Nein, ich kann sie nicht entfernen. Jetzt können wir also hier rein. Klar. Ist sie was Besonderes. Besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Wie sie da sitzt, allein, den ganzen Tag, mit dieser gruseligen, deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Nur auf die Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur, als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Sicher. Wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst. Ups. Aber mal im Ernst. Wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du da nicht einfach mit dem Emus und Gothics rum? Naja, zu einem will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es das nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge sein. Ich will einfach nur kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle sollte es denn eine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will? Anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören. So wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick. Die Sache ist die. Ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihr selbst willen? Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählt doch nur irgendwelche Omas. Erzählen doch nur irgendwelche Omas. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt? Das ist irgendwie, verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unsere Kunden ein ordentlicher Kopfnuss geben. Eine ordentliche Kopfnuss mitgeben? So ist die Highschool. Jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal. Darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe? Vermutlich.
Dann kriegte sie eine Sprungelschüssel und begann diese unheimlichen Hasen zu basteln. Stimmt's? Weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat. Mein Kabel vertüdelt sich gerade. So. Man könnte sie durchaus als Nachtrag bezeichnen. Nein. Meine Gefühle sagen mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Wir haben es gefunden, aber uns fehlt leider noch ein Teil, den wir bestimmt hier oben finden. Ein Plüschnabeltier. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Okay, wir haben mal, und ich muss einmal ganz kurz den Controller weglegen. Haben wir jetzt nicht das Kabel vom Mikro rausreißen? Dankeschön. Einmal meine Kopfhörer neu aufsetzen. Ist nicht irgendwas ist da dran? Nervig gerade. So. Also muss ich noch richtig hinsetzen, sodass die Kabel wieder mal nicht nerven, wie sie es leider immer tun. Wenn man 100 Kabel auf einmal hat und auch noch eine, die immer zu lang sind, weil da ein Gewicht... So. Oh, Mann, da will man einmal in Ruhe aufnehmen, ne? Und dann nervt wieder alles. Gar nichts. Wirklich nichts? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Ha-me. Oh Gott, was zur Walnuss. Ha-me. Hey. Und cool, Eva. Nochmal. Man stört niemals jemanden in einem Kamehameha. Was? Momento vorbereiten. Ideal sind 6. Perfekt, haben wir geschafft. Super. Und dann reisen wir weiter zurück. Ich frage mich, wie weit wir noch müssen. Aber wir sind wohl fast da. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Mein kleiner Junge, er wird so schnell erwachsen. Mein Gott. Und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Er endet immerhin auf A. Joey, Joey, Julie klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Ah, eifersüchtig? Oh ja, extrem eifersüchtig. Können wir uns hier ein bisschen umsehen? Ja. Der Ball ist also tatsächlich unsere Mitfahrgelegenheit, wie er ja immer sagt. Der ist mir tatsächlich ins Auge gefallen. Also, fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einem in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Och nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken.
diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Auf der anderen Seite vielleicht auch. Diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Nein. Okay. Einer fehlt uns noch. Können wir vielleicht... Nein. Das Glas eingelegte Gurken ist es nicht. Hier lag er. Okay. Momento vorbereiten. Nicht Mom. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Eins. Zwei. Das tut mir leid, da habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt. Deswegen sind wir jetzt leider bei ein bisschen mehr. Das ist schade, aber das hat jetzt geklappt. Aber naja, da habe ich aus Versehen einmal zu viel gedrückt. Das ist schade. Bah, es reicht wieder nach Verwesung. Es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Was zum Teufel ist das? Seine nächste Erinnerung? Schön, aber warum sieht's hier wie in Laputa aus? Laputa, achso. Gute Frage. Die Erinnerungen verbinden sich nicht richtig miteinander. Muss sich wohl um eine Fehlfunktion der Maschine handeln. Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei nun für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Egal, halb so schlimm. Die Teenagerzeit haben wir ja abgespeichert. Damit können wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde ihm nichts über das hier erzählen. Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das war's. Wir können ja nichts tun. Bereit für eine Finalisierung? Ladies first. Zu schade. Ich hätte gern mehr erfahren. Ich auch. Muss ich ja sagen. Ich hätte auch sehr, sehr gerne mehr erfahren. Zweiter Akt. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen, aber Sie brauchen volle Konzentration. Das ist alles.